Hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Combat Zone gefunden und erkundet. Und jetzt sind wir in meiner Bude. Und mein bester Freund ist leider verschwunden. Ich habe mir vorgenommen, eine Story-Mission wieder zu machen. Oder nicht Story-Mission, aber wir machen halt, ich weiß ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr, was hier eine Story-Mission ist und was nicht. Weil die Synths hier scheinen irgendwie storytechnisch irgendwie wichtig zu sein, und aber ich glaube, das hier mit Valentine ist ja die Story-Mission, ne? Weil da muss ich ja meinen Sohn finden. Die Minutemen haben für mich Mission, aber wir machen jetzt Spionage an Berg, damit ich mich der Railroad anschließen kann. Wer macht die ganzen Türen hier auf? Ey! Hey. Machst du mit? Sag, was du brauchst, und ich kümmere mich darum. So, egal. Gut, dann gehen wir von hier aussteigen. So, jetzt kommen wir hin, damit ich die Tür dazu machen kann. Okay. Ich habe wieder meine Waffen ein bisschen verbessert, mein Schrotgewehr und mein Jagdgewehr habe ich jetzt ein bisschen verbessert. Ich glaube, das Schrotgewehr zieht jetzt mehr ab. Und das Jagdgewehr, weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Der Griff sieht jedenfalls anders aus. Das ist jetzt nicht so weit weg, finde ich. Da können wir ruhig hinlaufen. Und ich meine, als ich mal letztens hier, mein Gott, ich Concord gelaufen bin, waren hier ein paar Raider, weil ich hier die ganzen restlichen Sachen noch plündern wollte. Aber deswegen gehen wir jetzt hier ein bisschen so herum. Aber trotzdem müssen wir hier noch locker bis da hinten hinlaufen können. Außerdem suche ich nur eine Entschuldigung, irgendwie so ein paar random Sachen wieder zu erkunden. Wie zum Beispiel hier, da ist schon wieder was auf meinen Radar drauf, was ich erkunden könnte. Da wir hier in der Nähe von Concord sind, ich weiß schon wieder nicht, wo die ist. Glaube ich auch nicht, dass hier so viele starke Gegner rumlaufen wie Toreskrallen oder Jaugeweiß oder was weiß ich. Ja, die Viecher aber. So. Aber noch mehr, ehrlich. Boah, die müssen wir erledigen, ehrlich. Scheiße, was ist da passiert? Och mein. Mit dem Teil nicht treffen, ey. Ich hab keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Los, lass rum, hier rumgehen. Das sind schon wieder so nervige Viecher. Gut, kämpf du gegen die, meinetwegen. So. Echt miese Nummer, ne? Willst gar nicht kämpfen. Erstmal zu kämpfen. Oh, gibt's doch nicht. Ich werde mir mit dir den Dreck von meinen Stiefeln wischen. Alter, was hauen die denn ab? Bleib doch mal hier. Alles klar, ist damit ich treffe. Boah, ich sehe, doch komm, ich laufe jetzt hier gleich durch die Gegend, ne? Und oh mein Gott, was? Ich habe von denen keine Erfahrungspunkte, glaube ich. Zum Teufel, nein, du gehst nirgendwo hin. Kommt mir vor, als hätte ich den Lauchpass gekriegt. So, wir, die tauchen jetzt hier noch auf. Ich muss den Mafiosi benutzen. Ich habe so wenig Munition für alles andere. Da schreit doch noch mein Zombie-Killer. Wahnsinn, immer so viel auf einmal an einen Ort. Hilfe, Hilfe! Alter! Was hilfreich sein könnte. Ach, jetzt approvest du auf einmal von meinen Looten. Das Beste daran, einen Trotter zu killen, ist das knackende Geräusch, wenn man ihm die Gliedmaßen abreißt. Okay, die ist krank.
sind die ganzen Ghule hier? Ah, ganz viele. Wo sind die alle? Ah, dann nicht. Ah, ganz viele. Wo sind die? Die Leichen davon. Von den Leichen. So, was ist hier? Da, genau, das Haus. Gorskis Hütte. Wer ist Gorski? Warum hat er seine eigene Hütte und ich nicht? Ich habe eine Tankstelle, aber. Was zum. Savanto und Ghule schlafen. Bin ich auch zum ersten Mal. Oh, da unten wahrscheinlich, ne? So. Ist gar nichts. Ich dachte immer. Ja. Erstmal pennen hier. Und gucken wir mal. Der ist bestimmt hier drin, ne? Der Goskis. Los, gib mir noch mehr Missionen. Boah, ich liebe es. Hui. Jemand mit einer Bulldozer durchgefahren? Ich glaube, hier hat jemand sein Wurzellager ein bisschen erweitert. Tut's da? Ja, diesmal nehme ich nicht so viel Müll mit. Ich warte, glaube ich, erstmal, bis ich alle Ränge von Dings habe. Von ja, Waffenherstellung, Wissenschaft und all so was. Weil ich möchte jetzt nicht. Weiß ich nicht, erst die dritte oder vierte Stufe und irgendeine Waffe haben, sondern auch, wenn ich das dann irgendwann mal verbessere, auch direkt die beste haben. Das kostet ja dann auch wieder extra Dinger, ne? Extra Materialien, glaube ich. Okay. Hallo? Irgendwas Strahlung. Wow. Wayne Gorski, okay. Okay. Und ich kriege Strahlung. Und das war mal Red X. Wir warten jetzt, dass ich mich in Ruhe hier umschaue oder was? Eine Mini-Atombösch. Sprengkapsel? Okay. Kann ich so Mini-Atombomben herstellen oder was? Oh Gott, die Strahlung, ne? Die wird mich töten. Perfekt. Mittland Überlebensführer. Das ist ein Ausgangs. Ist dauerhaft jetzt auf deine Karte markiert. Was? Ich hab doch schon, boah. Ich hätte früher hinkommen sollen. Persönliches Terminal, das kann ich noch knacken, gut. Wave. Eintreffer. Womp. Eintreffer. Irgendwann mit B. Glaube ich. Falscheintrag entfernt. Falscher Eintrag entfernt. Das wäre es. Na, sehr gut. Absichtserklärung. Dies wird mein erster und einziger Eintrag sein. Ich bin ein freidenkender Bürger der einst großen Vereinigten Staaten. Ich will nicht tatenlos zusehen, wie die Regierung die Köpfe ihrer Bürger mit Werkzeugen wie die elektrischen Turm infiziert, den sie in meinen Vorgarten errichtet hat. Ich schwöre, dass ich dieses Werkzeug zur Gedankenkontrolle vernichten werde und habe bereits beim Bau einer Bombe begonnen. Wenn ihr das erlest, werde ich entweder getötet oder in einem Verhörzentrum der Regierung verschleppt oder in einen Ghoul verwandelt sein. Die Nachrichten werden garantiert die Wahrheit verzerren und mich als kommunistischen Verräter brandmarken. Lasst alle wahre Patrioten wissen, dass all meine Handlungen aus freiem Willen und für den Wohl meines Landes geschieht. Okay. Aber sonst ist ja nichts. Ja, die macht die Strahlung nichts aus, oder was, ne?
bin enorm frecken. Gut, gehen wir wieder. Hallo? Habe ich das Radio noch eingeschaltet? Nö. Ich höre was, aber irgendwie habe ich auch nichts. Ah, ich muss mich mal mit Right Away voll stopfen, habe ich das Gefühl. Gut. Na gut, dann kommst du jetzt mal raus, bevor du dich auch in den Ghoul verwandelst. Danke. Habe ich eine Guide to Diamond City gefunden, womit ich jetzt nach Diamond City gehen kann. Ja, super. Kriegt einen ja nur irgendwie was, wenn man am Anfang hingegangen wäre. Na, das warte mal. Gefällt mir nicht. Kein bisschen. Was denn? Vielleicht kann ich ja jetzt, wenn ich hier irgendwas benutze, auch meine Dings machen. Hier eine Basis oder so. Moment nicht. So, Strahlung weg, ich kann mich heilen, gut. Aber brauche ich nicht mehr. Ja, anscheinend nicht. Als ich nämlich an der Tankstelle hier diese Kochstation benutzt habe, konnte ich auf einmal da eine Basis machen. So, weiter geht's im Text. Darling, hattest du was? Der Tower. Ein cooler Stand. Okay. Ist das ein Pferd? Ja, ist ein Hund, oder? Wird mir böse angezeigt, also. Tut mir leid. Hirschkuh mitten. Schienenwerk abgebaut. Da irgendwelche Probleme. Was haben wir da? Oh, ein Raider. Mann! Okay, wer zuerst? So. Upsala! Oh, du brennst nicht mehr, okay. Guck mal. Zeit läuft weiter, ne? Wenn ich halt dran bin, oder? Ich benutze halt nur, um zu gucken, ob ich hier eine Basis machen kann. So, Molotov Cocktail. Ich auch irgendwie blöd, dass ich einfach irgendwo hier hinkomme, ne? Was zum Teufel? Wer war das? Hat er überhaupt explodiert? Einer von euch hat das angeschossen, ne? Entweder du oder der Raider. Schneid ich mal wieder ab, hier gibt es irgendwie nichts. So. Wir haben wieder eine Aufgabe, ne, aber. Stürmen von einem Abenteuer zum nächsten. Ach ja, ich habe ihr übrigens, wenn sie mal hier wäre, so ein paar Klamotten ausgerüstet. Zum Beispiel Lederklamotten hier. Ich weiß jetzt auch, wie man die Waffen ausrüstet. Man muss einfach nur, während man, weil ich nicht eine Rüstung oder so im Inventar hat, Dreieck drücken, während man ausgewählt hat. Leider habe ich meine Supermutantenrüstung, die ich mal hatte, verkauft. Ich hätte bestimmt Dings ausrüsten können. Strong.
Aber leider habe ich die jetzt verkauft. Ich Idiot. Normal aussehende Katzen. Hallo. Ich habe den besten Short im Commonwealth. Ich so bescheuert. Ist hier in der Gegend was Interessantes passiert? Nichts, was dich interessieren würde. Ich habe hier allerdings Waren, die ich loswerden muss. Falls du also Interesse hast. Katzenfleisch. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Ja, was hast du denn alles? Was habe ich denn alles? Ich kann da wieder ein paar Sachen verkaufen. Zum Beispiel mein Vorkriegsgeld. Eine Schachtel Zigaretten. Tomcats. Ich Katzenfleisch, echt? Manta Grockner Comic. Ja, ich weiß nicht, wofür ich die brauche. Ist irgendwas Geiles hier? Nö. Ja, ein bisschen Geld. Ein. Warum wird die Musik abgespielt? Ich habe doch die Musik ausgestellt. Ich kann ja auch pennen, echt. Das ist mein Job, überall zu pennen. Okay, ich hoffe, Musik machen wir jetzt keine Probleme. Und tun die Radio bitte schön Musik abspielen. Jetzt wieder ein Bus. Weil gesidetrackt werde ich hier. Und da ist niemand. Bin schon vor dem Krieg ausgestiegen. So, irgendwo da soll er mich treffen, der Deacon. Ach, da ist er, ja. Okay. Ich hab dich erreicht. Ich wurde überhaupt nicht gesidetrackt oder so, ne? Überhaupt nicht. Deacon? Bist du das? Gefällt dir die Verkleidung? Meine Ödländer-Tarnung? Das hier ist mein Müllhaufen, Arschloch. Verpiss dich. Okay. Gut, nicht wahr? Hast okay. Glück, dass ich nicht auf mein Gesicht getauscht habe. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Darum ging es ja. Kommen wir zum Auftrag. Die Railroad nutzt erst seit kurzem die Old North Church. Unsere alte Basis war unter Slocum Joe's. Wir hatten uns echt gut eingerichtet, bis das Institut uns schließlich fand. Hört sich echt schlimm an. Das war eine echte Katastrophe. Ein Gemetzel. Den Überlebenden fehlte die Zeit, alles mitzunehmen. Da sind noch ein paar Dinge, die wir rausholen können. Wonach genau suchen wir? Das verrate ich dir, wenn wir drin sind. Ich weiß, dass das blöd ist, aber strategisches Unwissen hat unsere Organisation schon so manches Mal gerettet. Wir haben einen Touristen in der Nähe. Er oder sie hat Infos über die Basis. Also besuchen wir ihn, bevor es losgeht. Fürs Erste gehe ich mal vor. Zeig also, mir nicht weg. Ich suche nach Bahnsignalen, Symbole, mit denen wir einander Botschaften schicken. Wenn du so willst, haben wir Zeichen und Gegenzeichen, tote Briefkästen, sogar einen geheimen Handschlag. Gut, der Handschlag wurde nie richtig angenommen. Wie dem auch sei, der Tourist sollte uns eine Spur hinterlassen haben. Ah, da ist ja ein Bahnsignal. Der Pfeil in der Mitte zeigt die Richtung an. Unser Tourist ist also vor uns. Gehen wir weiter. Solche Dinge habe ich schon gesehen. So ein Sniper-Gewehr, geil. Hm, das hat eine schöne Aussicht, ne? Und da möchte ich nicht nochmal hin. Das war, glaube ich, die Raider-Basis. Da möchte ich nicht nochmal hin. Außer für diese eine Truhe, diese Meistertruhe. Ich habe mir bis jetzt alle Meistertruhen hier notiert, die ich gesehen habe. Was hast du gesagt? Der da? Der ist ein bisschen tot. Verdammt. Hier sind Streuner, also sind hier noch mehr irgendwo, ne? Nein.
Ja gut. Hopp. Das hat echt ausnahmsweise nicht so viele Magazine gehabt. Alter. Und noch eins. Wir sind sicher gleich da. Also mit meiner Munition ja knapp mit dem Teil. Warte, ich muss noch hier gucken. Ob man hier für Schätze findet. Aber du musst dann natürlich wieder vorgehen. Die Militäruniform, Krieg wird immer gleich. Boah, mir geht echt die Munition hier aus. Nur hiervon habe ich ordentlich viel. Siehst du das Pluszeichen in der Mitte? Das heißt, dass ein Verbündeter in der Nähe ist. Oder ein Tourist. Du übernimmst das Reden. Egal, was er sagt, du antwortest, meiner ist in der Werkstatt. Vertrau mir. Okay. Oh, Patronen, sehr gut. Ich stehe ganz vor mich so. Die Taschen, tut die Tragekapazität da rein. Das habe ich auch in einem meiner Klamotten, glaube ich. Was geht ab? Ich bediene mich mal, ne? Ja. Hi. Dem Himmel sei Dank. Hast du einen Geigerzähler? Hast du einen gottverdammten Geigerzähler? Meiner ist in der Werkstatt. Wer zur Hölle ist der da? Das Hauptquartier wollte einen Agenten schicken, nicht zwei. Tut mir leid, ich bin neu. Er zeigt mir gerade, wie alles so läuft. Schon gut. Die Mauer sei mein Zeuge. Ich dachte, ich wäre tot. Höchste Zeit, dass ihr Mistkerl aus dem Hauptquartier endlich aufkommt. Warum will er nicht, dass er weiß, dass er schon länger da ist? Erzähl mir, was los ist. Ich habe mich für leichte Aufklärungsarbeiten gemeldet. Aber in eurem Slocum Joe's wimmelt es nur so vor gottverdammten Sündwichsern mit Chromschädeln. Die Front ist von vorne bis hinten befestigt. Die haben da alles mit Minen vollgestopft. Oh Gott. Die haben ein Minenfeld? Ja, die Mutter aller Minenfelder. Unmöglich, da eine Karte zu zeichnen. Ich weiß zu schätzen, was du getan hast. Ich hoffe, es hilft auch was. Wirklich. Sobald es sicher ist, verziehe ich mich schleunigst von hier. Wenn du also noch was brauchst, solltest du mich bald fragen. Okay. Nun? Unser Ricky ist ja ein echter Sonnenschein. Meinst du, er sagt die Wahrheit? Ja, du hast ihn auch angelogen. Apropos Wahrheit. Warum hast du Ricky angelogen? Mein Ressort in der Railroad sind Informationen. Es ist einfacher, wenn niemand weiß, wer ich bin. Gut, ich habe gelogen und das tue ich eben. Du konntest mit ihm plaudern, während ich mir das Ganze genau angesehen habe. Teamarbeit eben. Ah. Warum sollte Ricky lügen? Die Leute finden immer Gründe fürs Lügen. Das Institut könnte ihn bekehrt haben. Vielleicht ist er auch nur stinksauer auf uns. Such's dir aus. Aber wir haben keinen Beweis. Wahrscheinlich sagt er die Wahrheit. Aber das weiß man nie genau. Meine Meinung. Ich denke, wir können ihm glauben. Die erste Regel in diesem Geschäft ist es, nie gegen sein Gespür zu handeln. Wenn wir ihn also beim Wort nehmen, an der Vordertür lauern Minen, Zins und sicher auch ein paar andere spannende Dinge. Wir gehen also durch den Fluchttunnel rein. Machen wir uns auf den Weg. Geh vor, Kumpel. Ich gebe dir Deckung. Okay. Wo ist der Tunnel? Natürlich darf ich vorgehen. Hey, Ricky. Brauchst du sonst noch was? Irgendwas zum Handeln. Hast du was gefunden, was uns helfen könnte? Wir setzen da draußen unser Leben aufs Spiel. Ihr wollt immer und immer. Das klappt nie. Das klappt einfach nie. Wann hat das mal geklappt? Einmal oder so, ne?
Oh. Warte mal, wie soll ich denn jetzt dahin kommen? Ich muss jetzt den ganzen Weg rumgehen. Okay, machen wir das. Wenn wir noch bis zu dem Part hier schaffen, reinzukommen. Gut. Mal wieder eine weitere Mission. Ist das ein Lagerfeuer? Ich sag mal an zu mit meinen Dingen. Schlafen wir mal im Schlafsack. Weiß nicht, warum ich überall pennen gehe, aber warum nicht? Kann ich mal auf die andere Seite nachgucken, aber was war das? So. Im Minenfeld hätte ich aber ehrlich gesagt auch Bock gehabt, hätte ich mal gesagt, dass wir von vorne angreifen sollen. Stich, stich, stich. Und da kommen wieder mehr und mehr. Stich, stich, stich. Stich, stich, stich. Alter, warum treffe ich mit dem Kackding nicht? Ich brauche unbedingt ein besseres Visier, das ist so schön. Blöde. Stich. Ah, okay. Ja, Flucht. Ja, eine Power-Rüstung drinne. Da ist eine verdammte Power-Rüstung drinne. Verteil auf. Oh, hier. Ist zu gut geschützt. Was? Die Power-Rüstung teile ich mit der Krise. Bei Minen fangen nicht irgendwo hier mehr kann, ne? Haben wir, okay, 2 Minuten haben wir noch. Irgendwie noch hier den Tunnel finden, nehme ich an. Hey, what? Das Schloss sieht stabil aus. Wieder ein Meister, ich brauche unbedingt einen Meister. Oh, ob ich mir das hier merken kann, ich glaube nicht. Kann ich nicht abschießen, schade. Okay. Oh, cool. Über meinen Abwasserkanal. Ich brauche unbedingt hier Schlösser knacken, höhere Stufe. Wir sind drin. Der Hintereingang ist sicherer, aber rechnet mit Generation 1 und 2. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Dr. Carrington entwickelt wurde. Den Code kann ich nicht knacken. Hi. Wir sind drin. Der Hintereingang ist sicherer. Aber höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen... Klar. Was kannst du mir über Generation 1 und 2 erzählen? Anfangs waren die Synths keine perfekten Kopien von Menschen. Das Institut musste sich zu einer solchen Anmaßung erst hocharbeiten. Generation 1 und 2 waren... Zwischenstation. Die Railroad hat noch keinen gemeinsamen Standpunkt, was sie betrifft. Wer ist Dr. Carrington? Wenn alles gut läuft, lernst du ihn auch früh genug kennen. Von mir aus kann es losgehen. Als erstes müssen wir die Sicherheitsverriegelung aufheben. Ja, ich komme da nicht weiter. Hey, du machst das dann. Aber ich würde sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage
Tschüss, bis zur nächsten Folge.